Caravansalon Düsseldorf 2023. Wir sind bei Concord, Reisemobile aus Leidenschaft. Hier haben wir ein großes Fahrzeug. Vorher waren wir eher bei kleineren Fahrzeugen und das da gehört wirklich zur absoluten Luxusklasse. Ich bin schon ganz gespannt. Ich bin ja fast gar nicht auf die Kamera, wenn ich nicht ganz hinten hingehe. Ne? Ja, wir müssen mal gucken. Ich gehe mal schnell spicken, wie lang das Fahrzeug denn ist. Wir haben eine Länge von fast 10 Metern. Wow. Also 10 Meter, das ist ein Statement, aber ich glaube, das ist hier sogar noch nicht der längste. Also wir haben hier den Liner 990 GI. Hier das Datenblatt, da seht ihr nochmal alle Details und weitere Details findet ihr natürlich in der Videobeschreibung und auf der Webseite von Concord. Ja, wir sind hier im absoluten Luxussegment, ein Fahrzeug für knapp 590.000 Euro. Also das ist auch ein Statement, aber ich glaube, wer sich dieses Fahrzeug leisten will und kann, der ist absoluter Liebhaber von Concord. Und wir haben hier so viele Details. Ich glaube, wenn man da auf alle Details eingeht, dann drehen wir, wie der gute Sven, ein Video von anderthalb Stunden. Wir möchten euch mit dem Video nur einen groben Überblick verschaffen und euch das Fahrzeug vom Inneren mal grob zeigen und von außen auch noch mal ein paar Details. Wir haben hier wirklich so eine Reisemobiloptik. Man kommt noch nicht mal an Außenspiegel oben dran, ne? So hoch ist das. Ja, also, versuch mal dran zu greifen. Ja klar, ich bin 1,75 Meter, ich komme so super. Hoch wie ein Basketball. Ja, warte. Das ist der Wahnsinn. Nein, wir sind hier bei Concord und haben hier ein massives Fahrzeug. Komm, wir gehen mal, können wir da rum, dass wir, also ihr seht, wir haben hier super viele optionale Busschürzenklappen, also ein richtiges Reisemobil, mit dem man einfach alles parat hat und ihr seht... Oh, ein Smart ist da einfach auch noch geparkt. Da ist noch ein Smart mit drin, ja. Ich weiß nicht, ob der im Preis inklusive ist, aber ein Smart passt auf jeden Fall mit dabei. Ein Alltagsfahrzeug, das man in seinem Reisemobil mit transportieren kann. Ja, powered by Mercedes-Benz. Wir haben ja ein Mercedes-Benz-Fahrgestell, was natürlich auch nochmal den Preis rechtfertigt, denn Mercedes steht für Qualität und Langlebigkeit. Und ich glaube, wer sich das Fahrzeug leisten kann, der kann sich auf jeden Fall auch den Smart dazu leisten. Ja. Gut, dann gehen wir ins Innere. Flo, du hast gesagt, ja, das ist doch easy. Das krieg sogar ich auf. Ja. Der Concord Liner 990 GI und auch hier hört ihr es vielleicht schon, dass man direkt eine andere Akustik hat in dem Fahrzeug drin. Also das ist ein absolutes Luxusgefährt. Und komm, wir gehen erstmal in die Fahrerkabine. Allein hier die Details mit der indirekten blauen Beleuchtung. Das sieht ja schon aus wie in einem Raumschiff. Und wow. So viele Knöpfe, ich glaube, da braucht man ja schon fast einen Pilotenschein, um den zu fahren, oder? Ja. Und hier, wir haben hier ein Hubbett, oder? Ja. Ja. Also finden locker bis zu 4 Personen Platz da drin. Und ja, ich habe schon gesagt, wir waren Anfang des Jahres auf der Boot und haben uns ein paar Yachten angeschaut. Und hier hat man eigentlich eine rollende Yacht, ne? Ja. Von der Ausstattung wird es echt wirklich schon eher wie eine Yacht auch. Oder wie so eine kleine Präsidentensuite. Ja. Ich öffne mal ein paar, schau mal die Oberflächen. Wir haben hier so ein Metallic-Schwarz, richtig hochwertig, richtig schick. Also so Klavierlack-Optik. Geht das mit Pushlock auf? Ich weiß, es kann auch sein, dass es verschlossen ist, denn wir haben hier noch ein Fach für... Ah, das mache ich so auf, genau. Also sogar extra Concord Weingläser sind mit dabei. Und Biergläser. Und Biergläser, ich glaube, ist das wirklich für Bier? Ja. Ja? Ja. Okay. Kelchform. Der Gastro-Experte hat gesprochen und auch hier die Oberflächen und die Schränke, allein wie das auf und zu geht, also das ist schon ein... Mach mal nochmal auf.
ein Feeling für sich. Da ist natürlich auch nichts, weißt, da wird alles bedacht. Wir sind ja im Hochpreissegment, ne? Da stößt oben nichts an. Nee, also es sollte auch nicht anstoßen. Nee. Und auch Softclose, guck mal, wie geschmeidig sich das Ganze schließen lässt. Wir haben hier auf der Messe natürlich auch oft Kundenfahrzeuge, denn es gibt Kunden, die stellen ihre Fahrzeuge für Messen zur Verfügung. Die werden dann nochmal vom Hersteller komplett aufbereitet. Also auch eine gute Möglichkeit, wenn man mal sein Fahrzeug präsentieren möchte. Denn Concords, ja, das ist natürlich eine Anschaffung fürs Leben. Also ich persönlich würde mein Fahrzeug nicht auf der Messe präsentieren. Aber hier hat man ja auch normalerweise keinen Zugang innen drin. Wir haben jetzt exklusiv, vorne sind Bänder, exklusiv die Berechtigung zu filmen. Mhm. Aber normale Messezuschauer dürfen eigentlich das hier nicht betreten, sondern nur eigentlich von außen gucken. Ach doch, ich glaube, wenn man lieb fragt, dann darf man vielleicht mal schauen. Aber es geht ja hier auch darum, die Fahrzeuge kosten eine Menge Geld und da soll natürlich auch nichts drankommen. Und bei so einer Messe, wenn mehrere hunderte, tausende Besucher in so ein Fahrzeug gehen, dann kann schon passieren, dass mal was kaputt geht, ne? Ja, wir haben schon einen Kühlschrank gesehen, das war, glaube ich, sogar noch am Preview Day, wo noch nicht so viele Besucher da waren. Der ging schon in alle Richtungen auf. Also das war auch ein Dometic und der ist uns dann auch schon entgegengekommen. Aber das passiert und wo gehobelt wird, fallen Späne, ne? Ja. Wo die Messe besucht wird, da geht halt auch mal was kaputt. Und wir haben hier ja Kühlschrank und Gefrierschrank von Dometic und eine AEG Mikro-Kombi. Ich gucke gerade, so geht das Ganze auf. Ja. Ja. Wir haben hier auch noch einen Grill mit Oberhitze. Und weißt du, was wir hier in dem Segment auch mit dabei haben? Das haben wir bestimmt hier, ja, eine Spülmaschine. Dieses Geräusch kennen wir auch noch von der vergangenen Messe. Ja. Letztem Jahr. Wahnsinn. Also Spülmaschine darf natürlich auch nicht fehlen. Dann die ist zum Teil auch größer als in so mancher Wohnung, die hier Spülmaschine. Ja. Immer so eine Mini-Spülmaschine. Also komplett. Und hier auch der Kühlschrank von Dometic. Hallo. Und ganz viele Schränke. Oh, mein Lieblings. Den, sieh Seite den siehst du von deiner Seite nicht, nee. Aber vielleicht kann ich den hier öffnen und den dann sehe siehst ich auch du. Nicht. Ich wechsle mal auf die andere Seite. Ja, genau, wechsel mal und hier siehst du den Apothekerschrank, den, in dem man immer die perfekte Übersicht über alles hat, was man da drin versteckt. Ich zeige auch, hier ist bestimmt die Schaltzentrale drunter versteckt. Also hier lässt sich alles steuern. Wir haben eine Aldeheizung, TV, Hubbett. Ah, wir haben sogar eigenes Wi-Fi. Und ich schau mal gerade. Ah, das ist an. Darüber lässt sich Wasser, Heizung und Co. steuern. Nein, Heizung aus. Heizung aus. Es ist warm genug. Heizung aus. Ja. Ja. Wow. Okay. Mastervolt-System. Cool. Und hier ganz edel verpackt unter der Metallic-Front. Ja, wir gehen rüber ins Badezimmer. Also auch hier haben wir eigentlich ein richtiges Badezimmer mit separater Dusche, eigentlich wie zu Hause. Nicht nur eigentlich, es ist sogar. Es ist wie zu Hause, ja. Also und ich kann eigentlich besser als zu Hause, fast schon. Und ich kann das Ganze einmal abtrennen, wenn ich hier im Bereich meine Ruhe haben möchte. Regendusche gibt's? Regendusche, ja. Und eine Duschbrause. Ich muss sagen, das habe ich auch im Hotel festgestellt, dass ich lieber so eine Duschbrause habe als so eine Regendusche. Bei mir umgekehrt. Okay. Ja, Schränke über Eck mit viel Platz. Hallo. Hallo. Und ein schickes Waschbecken. Natürlich auch wieder viele Schränke. So, wir gehen rüber ins Schlafgemach mit einem Queensbett. Ja, ich gehe vor. Und auch hier sehr bequem, auch nochmal eine ganz andere Akustik. Wir haben hier sogar eine Mikrofaser-Verblendung im oberen. Das heißt, es hört sich schon kuschelig und gemütlich an. Ich sehe gerade ein Buch, Ingrid Noll, Der Hahn ist tot. Kennst du das? Nein. Okay, gut. Also gelesen wird hier auch. Und hier auch Schränke. En masse. Fernseher ist da in der Seite verbaut.
Gut, ich würde sagen, gehen wir raus? Ja. Wir gehen raus, machen den Platz frei für die Gäste. Dankeschön. Danke Ihnen. Caravan Salon Düsseldorf 2023. Wir sind bei Concord, Reisemobile aus Leidenschaft. Ja, wer eine Leidenschaft für Concord hat, der schaut sich bestimmt dieses Video an. Schreibt uns in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat. Und weitere Infos zum Fahrzeug findet ihr in der Videobeschreibung oder auf der Webseite von Concord. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten und denkt dran, abonniert German Television.